Wenn es heute nicht diese Niederlage gegeben hätte, die sehr, sehr bedauerlich ist, wäre es mein Lieblingsinterview, weil ich es endlich mal auf Augenhöhe führen kann. MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir und der SC Magdeburg mit den Fan-Talks nach den Spielen des SC Magdeburg. Frisch auf Göppingen zu Gast, mit einem Tor verloren. Verdammt enges Spiel, sah eigentlich aus, als hättet ihr das vielleicht sogar im Griff. Daniel Pettersson ist heute hier und kriegt nochmal einen riesen Applaus, weil Daniel hat, wie alle anderen auch, wie sagt man, die Arschbacken zusammengekniffen. Ihr habt gekämpft bis zum Schluss, ihr hattet verschiedene seltsame Pechaktionen. Ist es Pech? Woran lag's? Was gibt es für eine Einschätzung aus deiner Sicht zu dem Spiel heute? Ja, natürlich wollen wir das Spiel so gewinnen, aber wir haben zusammen ganz viele technische Fehler gemacht und wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft und wir wollen, dass es 2 Punkte wirklich haben, aber wir haben das heute nicht geschafft, so das tut ein bisschen weh. Rollen wir das Ganze mal ein bisschen auf. Die technischen Fehler waren wirklich sehr, sehr auffällig, weil wir ja eigentlich ein paar sehr filigrane Spieler in der Truppe haben. Bezo, Mika, Cristiano Sullivan, alle. Matze ist ja auch einer, der sehr sicher ist und die einen, oder anderen Trick drauf hat, die Laufwege, was alles nicht stimmt. Albin Lagergren, was für ein großartiger Spieler, Maschine, Selko, Musa am Kreis. Hat das Spiel in Porto vielleicht doch so ein bisschen bei euch Spuren hinterlassen oder ist das Unsinn? Oder seid ihr wirklich alle krank? Ja. Also erkältet, nicht krank. Ja. Ich bin ein bisschen erkältet, aber das geht. Ja, was soll ich sagen? Das war ein hartes Spiel in Porto und das hat uns sehr wehgetan. Und ja, natürlich wollen wir hier wirklich mehr machen, als wir haben heute gemacht, aber heute habe ich das leider nicht geschafft. Was ist denn jetzt eigentlich an der 7-Meter-Position los? Da hatte man dann irgendwann den Eindruck, als auch Robert verworfen hat, dass keiner wollte so richtig. Gibt es da klare Absprachen? War das Zufall? Wart ihr mehr auf das Spiel fokussiert? Ja, das ist, wenn es eine gute Form ist auf dem Spielfeld oder Benno sagt, ein Leute muss reingehen oder... Ja, ich glaube, Matze sind unsere Erste und dann kommt Robert und dann sehen wir, wie die Leute auf dem Spielfeld, in welcher Form das ist. Du bist ein ganz guter 7-Meter-Schütze, habe ich mir sagen lassen. Hat man ja heute auch gesehen. Ja, manchmal mache ich das. Aber passiert manchmal, aber heute habe ich das getroffen. Ich würde dich gerne fragen, ob du dich wohlfühlst in Magdeburg, aber du bist so krank, ich habe Angst, dass du sagst, nein, ich habe Schnupfen. Alles gut. Zu Hause ist ja ein bisschen kälter, also hier ist ganz gut. Achso, hier ist ganz gut. Das hören wir auch selten in Magdeburg, oder? Bei mir zu Hause ist kälter. Aber wie geht's denn? Du hast dich gut eingelebt, so eine Art Wachablösung auf deiner Position ist erfolgt. Du spielst jetzt öfter von Anfang an und auch sehr durch. Also geht's dir grundsätzlich, guck mal, da wollte jemand gleich applaudieren. Also geht's dir grundsätzlich doch eigentlich gut und die Formkurve zeigt auch nach oben, Stimmungskurve zeigt nach oben. Grundsätzlich müsste es dir gut gehen. Ja, natürlich. Aber ich wollte mehr von der Mannschaft machen. Aber von mir, ja, natürlich. Ich habe vielleicht ein gutes Spiel gemacht, aber es ist egal, wir haben verloren. So, wir gehen immer rein von jedem Spiel, das zusammen zu gewinnen. Meine Damen und Herren, Sie sehen ja gerade den Versuch zweier blonder Typen nach einer Niederlage trotzdem ein optimistisch stimmendes Interview zu führen. Und dann hat er auch noch einen Schnupfen. Wollen wir über Weihnachten reden? Hast du schon einen Weihnachtsbaum? Ja. Wirklich? Ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier einen Streber. Ja. Wo hast du den geklaut? Ich habe das gekauft. Auf meinem Pass zu Hause, Ikea. Was? Ach so. Du fährst, ach so, wenn du dich zu Hause fühlen möchtest, in Magdeburg fährst du zu Ikea. Ey, komm. Ja. Ey, wie billig ist denn das? Ja, vielleicht zum Essen. Zum Essen, das ist ein leckeres Essen. Echt? Wirklich? Ja. Was isst denn du dann da? Diese komischen Fleischklopse? Wie heißt die? Kettböller oder so? Schöttböller. Schöttböller. Aber das muss man mit Kartoffelpüree und Preiselbeere. Und bringst du dir das dann mit zu Ikea, holst dir dann Schöttböller und dann machst du dir dein Essen? Nein. Ich kaufe das Fleisch nach Hause, aber... Was ich schon immer mal wissen wollte, trinkt ihr in Schweden lieber diesen hellen Glühwein oder den roten? Roten Glühwein. Ich finde den hellen nämlich auch lecker, den es da gibt.
Was passiert denn eigentlich, wenn man die mischt? Ich habe das nicht probiert, so. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Wenn wir beide mal aufeinandertreffen sollten bei der spielfreien Sache, weißt du, wo ich mich mit den Spielern unterhalte, wollen wir beide dann zu diesem Möbelhaus fahren und dann probieren wir den roten und den hellen Glühwein zu mischen und dann gucken wir, was passiert? Können wir machen. Er sagt, können wir machen, aber nur, wenn es dann gut läuft mit der Mannschaft. Wir sollen in eine Musterwohnung ziehen. Nee, warte. Daniel, möchtest du mit mir zusammenziehen? Nee, und ansonsten, was bist du für ein Geschenketyp jetzt vor Weihnachtszeit? Geht das überhaupt als Sportler oder habt ihr, also dass ihr euch so freuen könnt und so? Ihr müsst ja eigentlich die ganze Zeit normal durchziehen, oder? Ja, natürlich. Wir haben 19., 23. und 27. Spiele. So, das ist viel Fokus auf Handball. Aber vielleicht 24. ein bisschen kleine Pause. Ein bisschen feiern mit meinen Freunden und Familie von zu Hause. Wer wird denn den Baum schmücken, wenn du den schon gekauft hast? Mein Freund hat das schon gemacht. So, alles ist fertig. Was, bei dir steht schon der Weihnachtsbaum? Ja, in meinem Wohnzimmer. Das ist Daniel Pettersson. Er hat heute leider Pech gehabt, wie alle anderen vom SCM auch. Wir glauben trotzdem an unser Team, gehen weiter zu den Heimspielen. Wenn ich nämlich frage, wer ist denn alles am 23. hier? Oder am 27. Am Fernsehen. auf jeden Fall hat Daniel aber trotzdem die längste Weihnachtszeit von uns allen, weil der Weihnachtsbaum steht schon. Geht weiter einfach zu den Spielen des SC Magdeburg. Lasst uns doch einfach weiter hinter dem Team stehen und weiter so feiern wie auch zum Beginn der Saison. Ich glaube, es wird auf jeden Fall wieder so weitergehen mit euch. Da bin ich mir ganz sicher und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Zuschauer waren großartig heute, fand ich auch großartig, haben euch gut unterstützt. Ihr seid eine tolle Truppe, man hat das Gefühl, ihr steht gut zusammen. Guter Junge, gute Besserung. Dankeschön. Viele Punkte. Dankeschön. Daniel Pettersson.